Wahnsinn. Toll. Mensch, ein Applaus. Wahnsinn. Bitte, bitte, das ist ja. Toll. Das ist ja. Das ist ja eine Stimmung wie beim Fernsehpreis hier. Mein Gott, da möchte ich ja fast zum Reich Ranitzky werden und mal sagen, dass ich die Sendung völlig niveaulos finde. Welch ein Auftritt, oder? Reich Ranitzky hat den deutschen Fernsehpreis abgelehnt. Er hat gesagt, wörtlich, ich habe nicht gewusst, auf was ich mich hier einlasse. Alles niveaulos. Hallo? Er hat nicht gewusst, worauf er sich einlässt beim deutschen Fernsehpreis. Was sagt er denn, wenn er nach Hockenheim fährt und sich Formel 1 anguckt? Ich wusste nicht, dass hier Autos im Kreis rumfahren. Hallo? Und dann kam dieser Moment, wo er, hat er auch so schön gesagt, hirnlose Scheiße. Ja, habe ich gedacht, das gibt einen Prozess von Dieter Bohlen. Das ist mein Wort, ist das klar? Das sag nur ich im deutschen Fernsehen. Ja, und dann kam dieser Satz, der schönste von allen, wo er da stand und sagte, über die Preisträger, ich gehöre nicht in diese Reihe. Ich dachte spontan, diesen Satz hätte man sich von Huber und Beckstein schon beim Amtsantritt gewünscht. Ja? Das ist auch ein großes Fest, die Landtagswahlen in Bayern. Ich habe so gelacht, 43% für die CSU. Endlich ist es gelungen, in Bayern die Demokratie einzuführen, ohne dass George W. Bush einen Krieg anzetteln musste. Ja. Geil, ihr habt mich so, so schön. Das einzig Tragische war ja Stoiber. Edmund Stoiber hat ja gelogen, dass sich die Balken gebogen haben. Unglaublich. Hat ja ein schlechtes Ergebnis. Schrecklich, grauenhaft. Ich leide. Und was ist das denn für ein Geschwätz? Wenn er ehrlich gewesen wäre, hätte er gesagt, danke, Huber und Beckstein, für dieses miserable Ergebnis. Sonst hätte sich doch keine Sau mehr an mich erinnert. Ja, weißt du? Das wäre der Text gewesen. Aber man muss sagen, die CSU hat einfach nichts gelernt. Sie hätte lernen können von der SPD. Die SPD hat es richtig gemacht. Kurt Beck war weg. Wer wurde Parteivorsitzender? Franz Müntefering. Man hat gesehen, wenn die Krise groß genug ist, kommen die alten Haudegen wieder. Das gleiche hätte die CSU machen können. Dann hätte es jetzt wieder geheißen, wenn Sie am Hauptbahnhof in München in die CSU einsteigen, dann kommt am Flughafen kein Schaftelhuber mehr raus, sondern der einzig wahre Stoiber. Amen. Das wäre es gewesen. Jetzt kommt ja Horst Seehofer, das finde ich auch toll. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass es nicht Söder geworden ist. Ich habe gedacht, am Ende nehmen die noch den Söder. Der verzweifelte Versuch der CSU, einen George Clooney für Arme zu etablieren. Ich bin sehr froh, dass der nicht geworden ist. Nein, jetzt kommt Herr Seehofer und steht vor der großen Aufgabe, eine Koalition hinzukriegen. Koalieren nicht einfach für die CSU. Hat auch Michael Kloß sich gleich zu Wort gemeldet aus Berlin, hat gesagt, was? Koalieren nicht mit mir? Ich stehe nicht auf Sadomaso-Spielchen. Ja, hat er gesagt, keine Koalition darf nicht sein, auf gar keinen Fall. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Wahrscheinlich eine Koalition mit der FDP. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir, dass es nie wieder Koalitionen mit der FDP gibt. Ja, wirklich. Koalieren mit der FDP sollte verboten werden. Eine Partei, die jahrelang Guido Westerwelle als Chef anerkennt. Ja, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Das Schlimme an, muss man sagen, das Schlimme, einzelne Klatschen, meine Damen und Herren, das sind die hier in den Ecken, die wissen, mich können sie nicht filmen. Ja. Ich hab mich in die Ecke gesetzt, mich kriegen die nicht. Ich kann auch klatschen, wenn keiner klatscht. So, und jetzt, also Koalition mit der FDP, Guido Westerwelle. Was ist das Tragische an Guido Westerwelle? Die Tatsache, dass es ihn gibt, ja, das muss man mal sagen. Ich habe lange gehofft, es ist nur einer, der sich eine Maske übergezogen hat, ja, und irgendwann abnimmt und dann kommt Genscher raus und sagt, war alles nur Spaß, Aber nein, er ist ja Wirklichkeit und jetzt soll die FDP koalieren mit der CSU. Okay, man wird sehen, wo es hinführt. Ich hätte mir ja eine große Koalition gewünscht. Das macht ja schon im Bund großen Spaß. Warum nicht eine große Koalition? CSU und SPD. Weil die SPD war so göttlich bei der Landtagswahl in Bayern. Die haben sich gefreut wie Bolle. Ja, das war so schön. 18%, aber super drauf. Wirklich, selbst Steinmeier hat gelächelt. Ja, das ist ja nicht jeden Tag der Fall. Und
alle gut drauf. Fragst dich, wie kommen, was haben die denn, was haben die genommen, dass sie so glücklich sind? Das Verhalten von denen war in etwa so pervers, wie wenn Jürgen Klinsmann nach dem 2:5 gegen Werder Bremen gesagt hätte, naja, mein verloren, aber es macht nichts, Dortmund hat heute auch verloren. Aber die Frage ist, wer soll es machen? Horst Seehofer, okay, aber man müsste natürlich sich auch mal an den jungen Menschen orientieren. In der Politik immer nur alte Säcke, man müsste mal sagen, gerade die CSU braucht eine Verjüngungskur. Warum nicht Ministerpräsident Bushido? Ja? Ein Typ, der Bücher verkauft ohne Ende. Platz 2 der Bestsellerliste in Deutschland im Moment die Biografie von Bushido. Ich sage, solange Menschen in Deutschland genügend Geld haben, um die Biografie von Bushido zu kaufen, hat uns die Finanzkrise noch nicht hart genug getroffen. Wobei, das eigentlich Überraschende war ja, dass Bushido-Leser überhaupt lesen können, ja? Das war ja wirklich die absolute Überraschung. Aber wie kommt sowas? Warum kaufen Bushido-Fans Bücher von Bushido? Die laufen vorbei an so einer Bücherei, sagen, hey, guck, ist Bushido, ja, ist Buchmann, ist scheißegal, nehme ich trotzdem, ja, ist Bushido drauf. Schon hat er es in der Hand, ja? Oder, ich meine, Bushido ist ja, sagen wir mal, so eine Art, also so ein Typ, der die jungen Menschen fasziniert. Das müsste man noch die Alten hinkriegen, vielleicht einfach eine große Koalition in Bayern aus Bushido und dem Gott der älteren Menschen, Horst Köhler. Ja? Den ja alle wahnsinnig lieb haben, weil er so nett aussieht. Und Horst Köhler ist ja auch, genau wie Bushido, ein brillanter Rhetoriker. Hat am Tag der Deutschen Einheit, gab es eine große Feier in Hamburg und Horst Köhler stellte sich hin und sagte wörtlich den Satz, Deutschland darf sich nicht größer machen, als es ist. Dachte spontan, richtig, haben wir schon mal versucht, hat nicht so hingehauen. Und dann ging der Satz aber weiter. Er sagte, Deutschland hat keinen Grund, sich größer zu machen, als es ist. Aber auch nicht kleiner. Mein erster Gedanke war, Bushido hätte es nicht besser formuliert. Ich frage mich, Krankenkassenbeiträge. Wenige Tage später, große Nachricht, die Krankenkassenbeiträge werden erhöht. Ich habe gehofft, da kommt wieder Horst Köhler, da gibt es wieder eine tolle Message, aber da kam nichts. Ich hätte mir gewünscht, jetzt geht er wieder in die Vollen, stellt er sich hin und sagt, ja, die Krankenkassenbeiträge werden erhöht. Deutschland hat keinen Grund, mehr Krankenkassenbeiträge zu zahlen als bisher. Aber auch nicht weniger. Amen. Dankeschön.